ist ein Ausbruchskünstler. Wenn ich hier den Transportbox nicht richtig zumache, der ist ja schneller draußen, als man gucken kann. Ja. Eigentlich wollte ich jetzt, wenn er jetzt hier draußen das kennt, ja, wollte ich eigentlich die Box sauber machen. Ich muss dann wohl daheim machen wieder. Ich hab die aus dem Schrank runtergeholt. Ja, da ist halt ein bisschen dreckig. So. Gehen wir noch kurz hinter. Meine Rosen. Am vergangenen Wochenende war auch Insektenzähl. Auf jeden Fall war am letzten Wochenende in Insektenzählen. Der nächste Termin ist im August. Aber nächsten Termin? Es wäre sowas schon warm. So, ich trage den Herr wieder heim. Lass ihn heim noch kurz raus. Da liegt mein Handy, meine Tasche und meine Jacke. Ich glaube, Jacke lasse ich hier. Weil ich ja danach eh wieder herkomme. Und, ja, ein bisschen Import machen. Da vorne. Seht ihr hier den Filmpool? Ja. Wo ich hier ein bisschen Import machen. Und später kommen auch meine Eltern wieder. Schau mal, der bleibt drin. Beobachtet mich nicht gerade. Ja, hier ist okay, ist auch immer lange laufen. Ja. Ich muss halt nur gucken, dass halt die Luft rein ist, weil es weiß nicht klar, dass mein Kater im Schier ist. Weil, wenn die das wüssten, ja, hätten dann würden es meine Eltern auch gleich morgen wissen, dass mein Kater hier war. Ja. Ja, der ist nachts mit mir hier lang gelaufen. Ich glaube, der eh nachts immer da mit mir im Haus. Und ja, würde er sich hier frei bewegen wollen. Ja. Wäre auch hier schon ein Haken für ihn. Ja. Ein Haken für ihn. Da kommt normalerweise der Sonnenschirm rein. Aber er guckt auch so süß. Guck mal, ob ich ihn einfangen kann. Da ist extra eine Transportbox drinne, damit er mir nicht abhaut. Ja. Seht ihr, der hat die Tür hier schon komplett kaputt gemacht. Ja. Da hat doch schon hier das obere alles angefressen. Also wenn sich das hier ziemlich kaputt halt. Ja. Sie auch. Ohne sieht's nicht anders da aus. Ja, weil der ist auf der hier. Und auf dem rechten, da ist es halt noch okay. Ja. Da hat seine Decke drin, die er vom ersten Tag hat. Drinne. Und drin habe ich einfach nochmal so, ja, wie heißt das? Ach, lass mal irgendwas bekommen und so. Hingetan. Also, ich kann nicht halten. Du musst doch mal ein bisschen für den Blick. Nicht wundern, hier vorne habe ich die Leine, so eine lange Leine liegen.
natürlich empfehle ich jetzt auch die ganzen Vögel und so weiter, die hier sind. Hier sind ein bisschen weniger Vögel heim, also als bei uns bei mir hinten. Ich muss jetzt erstmal die Blumen gießen. Da beim das obere Feld errichtet. Hinten mal zu sehen, was da bei Monty bin. Hallöchen, meine Süßen, ich bin wieder da. Ich mag gerade hier am Holunderbaum, da so ein Holunderbusch da oben steht, im Garten. Na, schneide ich hier gerade ein paar Blüten ab für eine Freundin. Ja. Und daraus wird sie macht sie dann irgendwas. Dann davon habe ich auch Nutzen, ja, da sind schon alle drinne. Ja, so gut wie fast alle. Ja, ich mache den Sack ungefähr voll, deshalb sollten ungefähr so 20 bis 25 Blüten geben. Aber macht sie uns einen Schnaps. Ich freue mich auch vorne schon drauf, nur ich kann halt oben nicht dran halt. Ne, nicht überall dran. Erstmal ist der Bäum zu groß oder ich bin halt zu klein. Wie ihr seht, habe ich einen Fähig mit rausgenommen, dass er halt auch mal halt rauskommt. Und bin jetzt schon in, weil er gestern schon in der Zeit an der Tür gehockt hat. Und hat halt quasi die Tür angemeckert, ja. Ist immer so lustig halt, wenn der gerade die Tür anmeckert. Ja. Und ja, ich muss mal jetzt mal hier den Baum weichen, und ich schneide jetzt hier weiter. Ja.
beobachtet, ey. Er wird ja im Tunnel beobachtet. So, ich gucke jetzt mal, wo weit und welche hoch sind. Ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele jetzt hier drin sind, ja. Müssen wir ein bisschen voll werden. Ja. Ausgefressen. Ja. Ja? Nee, das ist überhaupt noch zappelt. Ja. Nee, viel alles. Super. Oh, Scheiße, muss erst passiert sein, ne? Wir sind jetzt mit nur Reflexen, ne? Ja. Das gibt's doch wohl, das hier noch. Hm. So lang. Wieder ist Todeskampf jetzt noch. Schade. Ja. Letzter Kampf. Haha. Fähigste ohne. Tja, lass mal weiter. Ich muss gerade mal gucken, wie ich euch hinstelle. So muss es passen. So, jetzt habe ich hier noch einen.
Kultur ist erstmal das wieder vor, dann höre ich die Predigt. Weil das nämlich mit, das war der Eltern. Und dann fall weiter und da nämlich aus dem Sport gehen. Ja. Der Radau hier. Ja, genau. So, ist jetzt gerade zum Sport. Ihr seht, ich habe da jetzt so Lunder drin. Da ist mein Sportbandage, hier ist mein Trinken. Hier ist mein Handy, ja. Sport habe ich hinten im Rucksack, dass es auch um mein MacBook ist. Ich habe noch eine Schere sogar noch dabei. Ja, für den noch, wir werden noch weitere Holunder abzuschneiden. Nach dem Training haben wir heute mal Essen. Also einen Spannungsschild an. Ja. Das heißt, es bringt einer noch zu essen mit. Wir machen unsere anderen Essen dann halt anders. Ich will was trinken. Eigentlich wollte ich noch meinen kleinen Schnapslass mitnehmen, ja. Aber ich hab's eigentlich vergessen. Ja, das ist jetzt daheim. Ja. Das muss man jetzt so halten, ja. Weil wir noch kleine Kinder sind. Ja. Die darf ich ja nicht filmen. Deswegen. Halt euch noch so. Und dann sehen wir uns halt nach dem Sport. Da werden wir sehen. So, wir sind jetzt mit dem Sport fertig. Und ich habe, wir hatten auch Entspannung eben. Ja, mein Kopf sieht so aus. Da ist Brot. Hier unter meinen Schuhen sind Würstchen verteilt. Ja. Und die werde ich das gleich. Die werde ich für morgen einpacken, weil ich morgen ja nach Frankfurt fahre. Morgen früh, ganz früh fahren wir nach Frankfurt. Weil ich um 8.15 Uhr einen Termin habe in Frankfurt. Ja, ich habe hier noch meinen Laptop drin. Da ist der Laptop drin. Wollen wir mal gucken, ob wir noch ein bisschen will, ne? Ich verkaufe die Wurst. Ich hab studiert. Ganz einfach. Und ich habe auch nicht zu viel Alkohol getrunken. Ich habe nur 2 Becher Sekt bekommen. Es wird jedes Mal immer weniger. Jedes Mal, wenn eine Spannung ist, bekomme ich immer weniger Sekt. Ja. So, ganz gut so. Weil gleich hier ist das Bett. Aber erst schneide ich euch fertig. Dann gehe ich ins Bett pennen. Mir in der Nacht nehme ich wieder meinen Wecker. Penn ich mal. So, dann sehen wir uns die nächsten Tage. Bis dann. Ciao. Und vergesst nicht, ein Like da zu lassen. Den Kanal zu aktivieren. Zu abonnieren. Und die Glocke aktivieren, verpasst ihr keine neuen Videos von mir.